1944. An allen Fronten rückt die Rote Armee gen Westen vor. Wir wussten, es ist das Ende. Man hat zu uns gesagt, wir sollen in einer Viertelstunde rausbinden. Wir kommen wieder zurück. Keiner wird die Heimat jemals wiedersehen. Die größte Massenflucht der Geschichte beginnt. Selbst wer bleibt, wird später vertrieben. Fangt sie, erwischt sie, tötet sie. Gemeint waren die Deutschen. Ostpreußen. Lange gilt diese deutsche Provinz als die sicherste im ganzen Reich. Niemals wird Ostpreußen verloren gehen, das ist Hitlers Devise. Für ihn ist der Aufmarsch der Roten Armee der größte Bluff seit Genghis Khan. Doch der Bluff ist der Anfang vom Ende des Deutschen Reiches. Die militärische Übermacht der Roten Armee ist gigantisch. Verbissen wehrt sich die deutsche Wehrmacht. Ohne Erfolg. Kilometer um Kilometer hatte die Rote Armee eigenes Territorium zurückerobert. Und die Soldaten hatten mit eigenen Augen gesehen, was die Wehrmacht hinterlassen hatte. Zerstörte Dörfer, verbrannte Erde, Tod. Jetzt erreichen sie Deutschland. Wehe den Besiegten. Germania ist die Höhle des faschistischen Tieres, hetzt die Sowjetpropaganda. Viele Deutsche ahnen erst jetzt, dass sich Hitlers Vernichtungskrieg gegen sie wenden wird. Meine Mutter wollte nicht raus und ich wollte auch nicht raus. Und dann haben die aber gesagt, ihr müsst raus, ihr wisst nicht, was der Russe mit euch macht, wir wissen's. Dann haben wir alle furchtbar geweint. Meine Mutter hat sämtliche Schlüssel von den Schränken mitgenommen. Wir hatten so eine große Truhe auf dem Speicher stehen, da war meine Aussteuer drin, so ein Schlüssel. Den hat sie noch lange mit sich herumgeschleppt. Und dann ging es los. Und dann, während also schon rausfuhr, gab es die ersten Trecks, die wieder sich aufmachten und dann hinausgingen. Das war ja das Schlimme, dass dann die Trecks verstopften ja für die Truppen die Straßen. Das ist ja unmöglich, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Im Rücken der Flüchtlinge preschen russische Verbände vor, um Land zu gewinnen. Es kommt zu blutigen Zusammenstößen. Eine Panzerbrigade hat eine Flüchtlingskolonne unterwegs getroffen und sie haben einfach nicht angehalten. Sie überrollten sie. Es war ein höllisches Tempo, das sie drauf gehabt haben. Es saßen total zornige Soldaten in ihren Panzern. Weiter, weiter, weiter. Sie haben keinen Halt gemacht. Sie rollten im Vollgas-Tempo einfach weiter. In dem Krieg zwischen der Wehrmacht und der Roten Armee sind die Grenzen zwischen militärischen Zielen und Zivilisten längst verschwommen. Die Russen haben auf alles geschossen, ganz wurscht, ob es Militär war oder Zivilisten. Hat sie überhaupt keine Häme davor. Sind sie aufgefahren, haben mit Panzern die Trecks zusammengeschossen. Die machte Spaß, hineinzuschießen, Spaß, die Pferde totzuschießen. Spaß, wenn so ein Wagen auseinanderflog und platzte. Und dann haben sie getroffen. Und herrlich, nein, aber keine Chance. Ziel der Roten Armee ist es, Ostpreußen vom Rest des Deutschen Reiches abzuschneiden. Die zweite weißrussische Front stößt mit 6 Armeen und 5 Panzerkorps auf die Weichselmündung in der Danziger Bucht vor. Bereits nach 9 Tagen, am 22. Januar, stehen die ersten Panzerspitzen vor Elbing. Die Verbindung zu Ostpreußen wird gekappt. Garnison Elbinga kapitulierte. Für die nun eingeschlossenen Deutschen bleibt nur ein Weg offen, um einen der rettenden Häfen zu erreichen. Über das zugefrorene frische Haff sind es rund 24 Kilometer bis zur Hafenstadt Pillau. Etwa 500.000 Flüchtlinge wagen den Marsch über das dünne Eis. Die Trecks, die da rübergefahren sind, die durften nicht halten. Dann waren schon nachher so Knüppeldämme gemacht, so Notbrücken. Wenn die gestanden sind, da lagen nachher Trecks im Wasser mit Maus und Mann, mit Pferd und
Die waren untergegangen. Dann hieß es immer nur gehen, gehen, gehen und nicht stehen bleiben. Und wir sind immer hinterher mit dem Kinderwagen. Bei bis zu minus 25 Grad nimmt die Massenflucht chaotische Ausmaße an. Und Gefahr droht nicht nur von unten. Immer wieder wird das Eis des Haffs bombardiert, um den Flüchtlingen den Weg abzuschneiden. Militärtransporte finden hier keine statt. Doch daran will sich kaum einer erinnern. Solche Informationen hatten wir gar nicht, dass Flüchtlinge gen Westen zogen. Bei den Bewegungen am Boden war ja gar nicht zu bestimmen, wer wo war. Und die Lage änderte sich immer rasch. Aber im Krieg sind alle Mittel recht, um dem Feind Verluste zuzufügen. Alles bestimmt das Gesetz des Krieges. Tausende sterben auf ihrem Weg über das frische Haff. Sie erfrieren, brechen durch das Eis, werden Opfer der russischen Tiefflieger. Königsberg. Bereits am 31. Januar ist die alte Hansestadt eingeschlossen. Königsberg wird von der deutschen Nazi-Führung zur Festung erklärt. Die Parole heißt Kämpfen, Siegen oder Sterben. Volkssturmmänner sollen die von Bomben schon weitgehend zerstörte Stadt verteidigen. Es sind zum Kampf zwangsverpflichtete Zivilisten. Kanonenfutter. Wir waren am Ende. Das wollte ja niemand zugeben. Und ich in meinem Wahn habe ich mir doch Riesenkisten beim Tischler machen lassen. Dort irgendwas kannst du ja mal mitnehmen. Ja, denkst du, nix. Die NS-Führung hatte eine rechtzeitige und systematische Evakuierung verweigert. Jetzt fliehen die Menschen panisch in die Hafenstädte. Doch nicht für alle ist Platz auf den Schiffen. Ich mit meinen drei Kindern, wenn ich da am Hafen stand, dann schüttelten die den Kopf, die Soldaten, weil sie nicht eine Frau mit drei kleinen Kindern nehmen wollten. Die nahmen Mütter, die ein Kind haben oder größere Kinder haben, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Ich kam nicht raus. Wer das Glück hat, mitgenommen zu werden, zählt zu den rund 2 Millionen Flüchtlingen, die auf diesem Weg in Sicherheit gebracht werden können. Es ist die größte Rettungsaktion in der Geschichte der Seefahrt. Rund 20.000 Menschen sterben, bevor sie schützende Häfen erreichen. Nicht immer liegen diese in Deutschland. Da sind wir mit dem Minensucher, weiß gar nicht, waren wir 2 Tage unterwegs, nach Kopenhagen. Deutschland wollte uns nicht mehr und dann haben sie uns nach Dänemark gebracht. Dann haben die Matrosen gesagt, ach, da fließt Milch und Honig. Die Wirklichkeit in den Auffanglagern ist eine andere. Kälte, unzureichende sanitäre Einrichtungen. Krankheiten brechen aus. Und da waren wir 56 Leute in einem Raum. Und da gab es dann Diphtherie und Hirnhautentzündung. Die Kinder sind gestorben wie die Fliegen. Und meine war auch so krank, die war furchtbar. Auch in Deutschland machen viele bittere Erfahrungen. Volksgemeinschaft, das ist in dieser Situation kaum mehr als ein Propagandamythos der Nationalsozialisten. Viele finden kein Dach über dem Kopf und haben nur bei sich, was sie tragen können. Und da sind wir auf einen Bauernhof gelandet, abgerissen. Sie müssen sich vorstellen, wir haben die Klamotten, die wir anhatten, die ganze Zeit angehabt, ja. Es waren bloß noch Plündern. Und verhungert waren wir auch so ziemlich. Ich weiß, ich wog noch 72 Pfund, als die mich auf eine Waage gestellt haben. Also mein Junge konnte nicht mehr laufen, nicht mehr stehen. Es war ganz schlecht. Und die Bauernfrau, das war das Bitterste. Ja, wir haben dann gesagt, wir sollten uns zur Arbeit melden, aber wir müssten erst bisschen Kräfte sammeln, ja. Da hat die mich angeguckt und hat so gesagt, na, wenn sie was gehabt hätten, dann hätten sie ja was mitgebracht. Lodz im Januar 45. Auch im besetzten Polen wächst die Angst der dort lebenden Deutschen vor der herannahenden Roten Armee. Und vor der Rache der Unterdrückten.
Für 39 bis 45 haben wir zwei Hausmädchen zu Hause gehabt. Und die Alscha, die hat dann immer zu uns gesagt, ach, das Blut von den Deutschen wird so fließen, wie das Wasser fließt, wenn es regnet. Aber wir haben da gar nicht drauf geantwortet. Die waren dann schon, die Polen waren, die haben das nur auch schon gemerkt, dass die Russen immer weiterkommen und dass wir flüchten müssen und waren auch empört. Hitler hat ja mit vielen Polen auch Unrecht getan. Die wurden enteignet, die wurden verschleppt. September 39. Die Geschichte der Vertreibung der Deutschen beginnt mit der Vertreibung der Polen. Einmarsch der deutschen Truppen. Nach Hitlers Überfall auf Polen wird Lodz kurzerhand zur Litzmannstadt erklärt. Brutal werden Polen aus ihren Häusern getrieben. Innerhalb von 15 Minuten wurden wir aus unseren Häusern verjagt, mit ein paar Habseligkeiten und in ein Durchgangslager getrieben. Die Zustände im Lager waren unbeschreiblich. Der Kommandant führte es nach Art der späteren Konzentrationslager. Es gab überhaupt keine sanitären Einrichtungen. Das Essen war miserabel. Die Kinder begannen zu sterben. Allein in der Zeit, in der ich dort war, starben 70 Kinder. Und während die Polen in den Lagern sterben oder zur Zwangsarbeit in das Generalgouvernement deportiert werden, kommen andere und ziehen in ihre Häuser. Volksdeutsche Siedler aus ganz Osteuropa. Für sie wird auch in Lodz polnisches Eigentum requiriert oder es entstehen Mustersiedlungen. Die Propaganda begleitet die gigantische Bevölkerungsverschiebung und viele glauben ihr. Bis dann Hitlers Ruf kam, heim ins Reich, und alle Deutschen dann wie narkotisiert waren und nach Deutschland wollten. Mein Vater war da nicht mehr zu halten. In Deutschland gibt es zweierlei Butter und zweierlei Milch und zweierlei Kaffee und noch andere Neuerungen. Also das war das gelobte Land. Die neuen Herren versklaven die einheimischen Polen. Große Teile der Intelligenz und der jüdischen Bevölkerung werden ausgerottet. Solche Bilder sieht man auch in Litzmannstadt. 15 Menschen mussten sich jeweils hinstellen und dann haben sie es erschossen. Dann mussten sie Strohballen rauflegen, die anderen 15. Und die sind auch erschossen worden, bis die drei Reihen erschossen waren. Dabei waren Frauen und Kinder. Und da habe ich gesagt, na wieso denn? Ja, die haben sie willkürlich von der Straße geholt. Naja, haben wir auch entschuldigt und gesagt, es ist Krieg. Ende Januar 1945 gleichen die von Deutschen bewohnten Stadtviertel einer Geisterstadt. Die meisten sind vor den heranrückenden russischen Truppen geflohen. Als die Rote Armee die Stadt erreicht, trifft sie auf keinen nennenswerten Widerstand. Aus Litzmannstadt wird wieder Lodz. Die vertriebenen Polen kehren in ihre Häuser zurück. Sie treffen nur noch auf wenige Deutsche. Ich bin nach Hause zurückgegangen, zu unserem Haus, in dem wir gerade sitzen. Hier traf ich auf eine Deutsche mit zwei Kindern. Es war eine Deutsche, die aus Litauen stammte. Eine Frau, die daher keine Schuld traf. Ich sagte ihr, meine Familie wird in diese Wohnung zurückkehren. Wie viel Zeit brauchen Sie, um zu gehen? Sie antwortete, sie könne in 2 Wochen weg sein. Und tatsächlich, nach 2 Wochen war sie ausgezogen. Sie konnte alles mitnehmen. Uns hatten sie damals nur 15 Minuten gegeben. Die Oder, Ende März. Unerbittlich schiebt sich die russische Front westwärts. An vielen Stellen überrollt sie Flüchtlingstrecks. Oder die Rotarmisten finden Deutsche vor, die nicht mehr fliehen konnten.
Sie trifft die grausame Rache für Hitlers Krieg. Erschossene Greise. Eine an Ketten zu Tode geschliffene Frau. Vergewaltigungsopfer. Das war furchtbar. Wenn da so ein 13-jähriges Mädchen blutet, zerrissen ist innerlich und blutet, ja, und sie können, die dürfen nichts machen, sie können nichts machen, ja. Und stehen die Russen drumherum und dann nimmt einer einen Gewehrkolben und schlägt sie tot. Ne? Da konnte mir keiner helfen. Denn wer mir helfen wollte, dem ging es ja nicht anders. Das allererste Mal wurde gleichzeitig mit mir meine Mutter vergewaltigt, im Nebenraum. Sie hörte mich schreien und ist selber fast eingegangen. Wenn meine Tante nicht gewesen wäre, wären wir auch damals in die Ostsee gegangen. Vergewaltigungen bei Kriegsende, ein Massenphänomen. Erklärungsversuche. Wenn man vom Rachegefühl spricht, so war es sicherlich bei einigen vorhanden. Aber es hängt viel vom persönlichen Charakter ab. Es gab keine globale Anweisung, Jungs, haut drauf. Es gab schlechte Menschen, ihrer Veranlagung nach. Sie hatten einen verbrecherischen Charakter. Es war ja ein Echo, eine Antwort auf die faschistischen Taten, die Deutschland bei uns verübt hatte. Also, dann kann man das auch hier tun. Aber die Männer waren 3 bis 4 Jahre im Krieg. Hier bestand auch ein physiologisches Bedürfnis. Beides hatte wohl einen Einfluss auf diese Taten, die verübt wurden. Aber nur an Vergewaltigung ist noch niemand gestorben. Deshalb ist das nicht so ein furchtbares Verbrechen, das man hätte verhindern müssen. Bis heute wird der Terror gegen die Zivilbevölkerung beschönigt. Zwar gibt es 1945 keinen Aufruf zur Gewalt, doch in den Kasernen drückt die sowjetische Militärgerichtsbarkeit beide Augen zu. In vielen Fällen werden Frauen und Mädchen geschändet und dann ermordet. Nur selten werden die Täter zur Rechenschaft gezogen. Breslau im Frühjahr 1945. Von Zerstörungen des Krieges weitgehend verschont, wird nun das Antlitz der Oder-Metropole immer fahler. Hier notiert ein Pfarrer fast prophetisch, nun müssen wir Sühne leisten für die Gräuel, die das Naziregime begangen hat. Noch ist das nicht allen klar. Also da habe ich eigentlich nie daran gedacht, dass der Krieg böse ausging. Mein Vater, der hat das wohl schon eher vorausgesehen. Dann hatte der immer die Nachrichten gehört, dass die Russen eben so fürchterlich mit den Frauen umgehen und so weiter. Und da hat er gesagt, ihr geht aus Breslau raus, sonst wären wir wahrscheinlich gar nicht rausgegangen. Meine Mutter wollte ja drin bleiben und ich wollte nicht alleine gehen. Und da mein Mann eben Auto fahren konnte, Führerschein hatte und Breslau verlassen durfte zu der Zeit, hat er uns eben rausgebracht. Schon am 19. Januar erlässt die Gauleitung den Befehl zur sofortigen Räumung Breslaus. Doch nicht alle folgen der Aufforderung, die Stadt zu verlassen. Wie meine Mutter dann diese Menschen gesehen hat, wo sollten wir hin? Wir haben schon gehört, die Bahnhöfe sind voll. Also überhaupt, wo sollen wir mit den kleinen Kindern? Da hat meine Mutter gesagt, so, wenn wir sterben sollen, dann sterben wir im eigenen Bett und wir gehen zurück. Kurze Zeit später steht Breslau vor seiner Einkesselung. Auch diese Stadt erklärt die NS-Führung zur Festung. In diesem Fall ist sie es, die große Teile der schlesischen Metropole zerstört. Bei Schanzarbeiten. Und ihre Anweisungen sind purer Zynismus. Die haben doch allen Ernstes da Flugblätter verteilt, wie man die Russen zu behandeln hat. Heißes Wasser auf die gießen und so ein Quatsch da. Das darf man gar nicht erzählen, das glaubt keiner. Der Angriff der 6. Armee ist mit heißem Wasser nicht aufzuhalten. Doch die Propaganda verkauft die sinnlose Verteidigung Breslaus als Heldenkampf. Berichte
vom Heldenkampf Breslau ist reiner Quatsch. Es hat natürlich viele Tote gegeben, aber die waren gar nicht nötig. Wenn die das nicht wie die Wilden dort gekämpft und auch gar verteidigt hätten, wäre vielleicht gar nichts passiert. Die Stadt wäre nicht so kaputt gegangen, wie sie dann kaputt gegangen ist. Breslau wird nahezu vollständig zerstört. Von den 200.000 Menschen in der Festung erleben 13.000 das Kriegsende nicht mehr. Im Mai war dieser Waffenstillstand. Das war ja also ganz komisch, nicht? Weil wir schon so dran gewöhnt waren, an die Bomben, an das Krachen. Man hatte ja geschlafen damit. Es war so still, dass die Ohren wehtaten. Breslau ist eine der letzten deutschen Städte, die kapituliert, noch nach Berlin. Viele Flüchtlinge kehren zurück, entwurzelte auf der Suche nach ihrem Zuhause. Türme sehe ich, sehe Mauern, dachte, oh, da steht ja Breslau noch. Und kam man rein, da sah man, dass das Ruinen waren. Trümmerhaufen und solche Wände standen, Mauern standen. Und ich kann mich erinnern, ich bin gegangen und die Tränen gingen. Die ganze Zeit habe ich geweint und dachte, wo sind die Menschen, wo ist das Leben? Rückkehr in ein Trümmerfeld. Kein Strom, kein Gas, kein Wasser, kein Essen. Und was wollte man machen? Entweder verhungern oder bunkern, haben wir das genannt. Da sind wir in die Häuser, in die Keller, ob dort noch was war. Oder ich habe meinen Vater dann in so einen Zweiräder gesetzt, bin mit ihm los aufs Land und habe ein paar Kartoffeln geholt. Der Mensch, der gewöhnt sich sehr schnell an alles. Also, und der einzige Gedanke war ja, ich lebe, also wir leben und wir versuchen weiterzuleben. Die Evakuierten kommen zurück in eine Heimat, die keine mehr ist. Sowjetische und polnische Militärs haben die geschleifte Festung Breslau übernommen. Die Opfer von Hitlers Rasse- und Vernichtungskrieg sind nun die Sieger. Und sie nehmen sich auch das Recht der Sieger. Zweimal wurden wir aus einer Wohnung rausgeschmissen, weil das einem polnischen Offizier gefallen hat, die Wohnung. Ne? Also mussten wir raus. Wie die Polen unter den Nationalsozialisten, so verlieren nun die Deutschen alle Rechte. Die Begründung der polnischen Propaganda, Schlesien sei uraltes slawisches Gebiet, das die Deutschen vor Jahrhunderten geraubt hätten. Rasseideologie andersrum. Für die Breslauer bedeutet das, sie sind plötzlich Menschen zweiter Klasse. Den polnischen Milizen und den Sowjets ausgeliefert. Ich musste mich jeden Tag bei der Kommandantur melden, bei der russischen, um zum Einsatz, Arbeitseinsatz geschickt zu werden. Und da mussten wir Steine abklopfen, die sogenannten Trümmerfrauen, und auch noch Leute rausholen, die dann noch unter den Trümmern lagen. Breslau 1945, Treffpunkt der Heimatlosen, Deutschen und Polen. Die Polen kommen aus der Region um Lwów, zu Deutsch Lemberg, in Ostpolen. Josef Stalin beansprucht das Gebiet für die Sowjetunion und lässt die polnischen Einwohner vertreiben. Ich habe mir alles noch einmal angeschaut und mich dann auf den Kutschbock gesetzt. Alle Bewohner der Straße kamen heraus, um mich zu verabschieden. Und ich konnte nichts sagen. Ich habe geweint. Vertreibung von Ost nach West, von Polen nach Deutschland. Schlusspunkt nach 5 Jahren Terror. Erst der Terror während der deutschen Besatzung, dann die Vertreibung durch die russischen Befreier. Nicht nur ich musste gehen. Wir alle. Sogar Ukrainer sind mit uns gegangen und die Juden. Was sollten wir tun? Wir wurden gezwungen, die Stadt zu verlassen. Man hat doch dort eine ethnische Säuberung durchgeführt. Die Menschen kamen hierher und wollten normal leben. Es gab auch viele Juden, die sind hierher gekommen, die konnten wieder normal leben. Verstehen Sie, nochmal leben. Alle wollten den Albtraum der Besatzungszeit vergessen. Damals war niemandem zum Lachen zumute. Hunderte
Hunderttausende Flüchtlinge aus Ostpolen suchen 1945 in Schlesien eine neue Existenz. Nicht nur in der Großstadt Breslau, auch auf dem Land, zum Beispiel hier im Kreis Falkenberg. Die polnischen Flüchtlinge nehmen die deutschen Dörfer in Besitz. Es kamen Milizianten und die brachten polnische Leute mit. Und das waren zwei Lehrerinnen, was wir nachher erfahren haben, die Deutsch sprachen und schubsten uns zur Seite. Und welche Zimmer wolltet ihr und so weiter. Und sie haben dann gesagt, das und das und das, haben aber immer wieder gesagt, wir sind auch vertrieben von den Russen. Und für mich jetzt als Junge, es war ein bisschen hart. Ne? Plötzlich durfte man nicht mal dahin, wo man wollte. Und dann hat eben meine Mutter uns klargemacht, dass eben diese Familien das auch mussten. Eine dieser Familien hatte ein kleines Töchterchen, die Batschka. Und wir haben natürlich dann mit ihr gespielt, sodass uns Kindern auch die anderen Räume noch offen standen. Eine Völkerwanderung. Chaotisch, manchmal gewalttätig. Schlesien soll polnisch werden, ein für allemal. Das ist das politische Ziel. Wer keine polnischen Vorfahren hat oder sich nicht zu Polen bekennt, für den ist kein Platz mehr hier. Dorf für Dorf wird durch polnisches Militär und bewaffnete Milizen von Deutschen gesäubert. Vormittag haben sie umzingelt und das Dorf nicht. Und kam einer rein und sagte, wir sollen in einer halben Stunde fertig sein. Nicht? Und wir sollen nichts abschließen, offen lassen alles. Und wer abgehauen, der wäre gleich erschossen. Die haben geschossen gleich auf uns. Die Dorfbewohner werden in das Arbeits- und Internierungslager Lambsdorff geschafft. Bisher ein Lager für russische Kriegsgefangene. 40.000 von ihnen waren hier in deutscher Gefangenschaft zu Tode gekommen, meist verhungert oder an Krankheiten gestorben. Die deutschen Gefangenen müssen die Massengräber nun öffnen, bewacht von polnischer Miliz. Die besteht meist aus jungen Männern, um die 20. Viele von ihnen sind offenbar hemmungslos gewalttätig. So wird das Lager Lambsdorff für die Internierten zu einem Ort des Schreckens, vom Moment der Einlieferung an. Ich bin in dieser Zeit des Tages von ungefähr 11 Uhr vormittags bis 6 Uhr nachmittags dreimal besinnungslos geschlagen worden. Und das Wort Angst, also für mich war es so, ich hatte keine Angst mehr. Ich habe dann im Prinzip nur gedacht, bald bist du tot. Vom Lager selbst ist kaum mehr etwas übrig. Doch die Erinnerung an die Gewalt der Miliz ist geblieben. Die hatten gehabt in den Stiefel die Gummiknippel, nicht? Oh, die haben ja so richtig gehabt, wenn sie hatten angetrunken, exerzieren und wieder dreschen. Die Leute hauen. Wie viele Männer sind dort geblieben, was die Älteren tot gemacht haben? Splittergräben aus der Kriegszeit. Sie werden zu Massengräbern nach den Gewaltexzessen der Wachleute. Die Letzten haben sich mit dem Spaten totgeschlagen haben sie. Mit dem Spaten. Das ist richtig wahr. Das ist nicht, dass man möchte schwindeln, das ist wahr. Sondern die haben aus dem Fenster gesehen, alles, wie sie haben dann so noch, die Leute haben so gezuckt und gelebt. Das Wort vergesse ich nicht. Der Kuh, der Josef, der hat geschrien, der hat gerufen immer, Mariechen, ich lebe, helfe mir noch. Mariechen in der Erde, die Erde hat sich hochgehoben. Ich lebe noch, Hilfe Mariechen, das habe ich auf mein Gehirn, das Fenster, wir hatten solche Fenster, was waren das für Fenster in Barack? Ich glaube, und das glaube ich fest, man kann diese Gräuel eigentlich nicht schildern. Man hat auch als Selbstbetroffener abgeschaltet, das war wie ein Brett. Man ging und wusste nicht, welche Beine sich nach vorwärts bewegten. Ich war gewesen nicht ganz 11 Jahre, das war schon 10 Jahre, ich war die Älteste, nicht? Meine Schwester, der Bruder meiner war gewesen 7 Jahre, meine Schwester 5 Jahre und die Kleine war 10 Wochen, die Monika.
Die ist vor Hunger gestorben. Vor Hunger. Die hat so lange geschrien, bis sie dann war weg. Ja. Wir haben jeden Abend gemeinsam um einen guten Tod gebetet. Wortführerin dieser Gebete war diese Lehrerin und meine Mutter. Und die Lehrerin, solange sie noch bei uns in der Stube saß, hat immer eingefügt ein Gebet für unsere Peiniger, dass Gott ihnen gnädig sein soll. Niemand weiß genau, wie viele Menschen in den Jahren 1945 und 46 hier in Lambsdorff zu Tode kamen. Die Schätzungen liegen zwischen 1500 und über 6000. Jetzt, nach über 50 Jahren, werden die Massengräber eingefasst. Lambsdorff ist ein Extremfall, doch kein Einzelfall. Es gab Dutzende polnische Arbeits- und Internierungslager für Deutsche von der Ostsee bis an die tschechische Grenze. Wer sie überlebt, wird in die deutschen Besatzungszonen der Siegermächte deportiert. Im Sommer 1945 treffen sich die großen drei in Potsdam. Winston Churchill, Harry Truman und Joseph Stalin demonstrieren Einigkeit. Deutschland wird aufgeteilt. Mit dem Segen der Westmächte fallen die deutschen Gebiete östlich von Oder und Neiße an Polen, quasi als Entschädigung für die Gebiete um Lwów, die von der Sowjetunion annektiert werden. Ostpreußen fällt halbe-halbe an Polen und die Sowjetunion. Und die drei geben der größten Umsiedlungsaktion der Geschichte ihre Zustimmung, nicht nur in den ehemals deutschen Ostgebieten. Auch die deutschen Minderheiten, vor allem in Ungarn und der Tschechoslowakei, müssen ihre Heimat verlassen. Die Begründung, diese Minderheiten seien immer wieder Zündstoff für Konflikte und Krieg. Gemeint sind auch die mehr als 3 Millionen Deutschen in den Grenzregionen der Tschechoslowakei, dem sogenannten Sudetenland. Begeistert feiern die Tschechen die Befreiung von Hitler und der deutschen Besetzung. Der kleine Staat war Hitlers erste Beute in Europa gewesen. 1938 war die Wehrmacht im Sudetenland einmarschiert, ohne dass ein Schuss fällt. Und viele Sudetendeutsche empfingen die Besatzer wie Befreier. Das werden ihnen die Tschechen nie verzeihen. Hitler hatte die Großmächte Frankreich und Großbritannien vor der entscheidenden Konferenz von München erfolgreich erpresst. Entweder Annexion oder Krieg. 200.000 fliehen aus dem Sudetenland in den Rest der Tschechoslowakei. Vor allem Tschechen, aber auch Juden und deutsche Antifaschisten. Denn mit der Wehrmacht kommt auch die Verfolgung durch Gestapo und SS. Also die Angst, die war berechtigt. Wir haben in den Zeitungen gelesen, was im Nachbarland Deutschland passiert. Dass es dort Konzentrationslager gibt und wie dort mit Antifaschisten umgegangen wird. Also sind vor allem die geflohen, die Antifaschisten waren, Tschechen und Deutsche, aus Angst vor dem, was noch kommt. Zu dem Zeitpunkt gab es schon die Nazi-Rassengesetze, das dürfen wir nicht vergessen. Die Bedrohung war sehr groß und Flucht erst einmal die Rettung. Doch nicht für lang, denn kaum ein halbes Jahr später war die Wehrmacht dann auch in Prag einmarschiert. Die Tschechoslowakei vernichtet, ein nationales Trauma. Nach der Befreiung 1945 entlädt sich die Wut auf die Besatzer an allem, was deutsch ist. Gerade die Sudetendeutschen müssen büßen. Alle Sudetendeutschen, ob schuldig oder nicht. Das Ende der deutschen Minderheit in Prag. Viele Familien sind seit Jahrhunderten dort zu Hause. Unterschiedslos werden im Mai 1945 alle enteignet, zusammengetrieben, interniert. Selbst vor Kindern und Jugendlichen macht die Rache keinen Halt. Einige kommen in das ehemalige Prager Gestapo-Gefängnis Pankratz. Kommentar der tschechischen Kinowochenschau: Dies seien Hitlerjungen darauf trainiert, Augen auszustechen. Ich
Brünn, tschechisch Brno, wenige Tage nach Kriegsende. Präsident Beneš kommt zu Besuch und erklärt sein politisches Ziel. Die Vertreibung aller Deutschen aus der Tschechoslowakei. Allen sei klar, dass die Liquidation des deutschen Problems vollständig sein müsse, sagt er. Die Sudetendeutschen seien für die Taten der Nazis kollektiv verantwortlich. Die rund 55.000 deutschen Einwohner von Brünn, und das sind damals rund ein Viertel, müssen Kennzeichen tragen, zum Beispiel weiße Armbinden, wie fast überall in der Tschechoslowakei und auch in Polen. Da wusste jeder, wir sind Deutsche, und wenn man dann raus ist, die haben uns geschlagen, die haben uns bespuckt, beschimpft. Sie hatten keine Rechte. Man hat sich nicht getraut, irgendwas zu sagen. Man wusste ja nicht, ist irgendwo ein Steinbruch, wo man dann reingeführt und erschossen wird. Wir haben zwar Lebensmittelmarken bekommen, aber nur die Ration, die die Juden im Deutschen Reich gehabt haben. Selbst Juden deutscher Nationalität müssen gelegentlich das weiße Band tragen, kaum dass sie vom Judenstern befreit sind. Der Holocaust schützt auch sie manchmal nicht vor weiterer Entrechtung, diesmal als Deutsche. Wir haben in den tschechischen Zeitungen Bilder gesehen von den befreiten KZs. Wir wussten, was mit den Juden passiert war. Und wir haben nur eins gehabt, Angst. Wenige Wochen nach dem Besuch von Präsident Beneš beschließt der tschechische Nationalausschuss von Brünn eine radikale Aktion. Die arbeitsfähigen deutschen Männer werden interniert, alle anderen Deutschen innerhalb von 24 Stunden vertrieben. Umgesetzt wird der Beschluss von bewaffneten Zivilisten, die sich als Revolutionsgarden oder Partisanen bezeichnen. Meine Mutter hat aufgemacht und da standen zwei oder drei eben dieser Partisanen, schwer bewaffnet, Maschinengewehr und Pistole in der Hand. Wir müssen innerhalb 10 Minuten die Wohnung verlassen und müssen uns vorm Haus aufstellen. Und dann wurde uns gesagt, wir müssten alles abliefern, was an Wertgegenständen vorhanden ist. Geld, Sparbücher, Schmuck. Die 10 Minuten waren rum und schon ist der Tscheche mit dem Gewehr gekommen und hat uns aus der Wohnung raus. Meine Mutter ist noch schnell zurück und hat in jedem Zimmer so ein Kreuz gemacht. Sie hat wahrscheinlich geahnt, dass wir nicht mehr zurückkommen. Über 20.000 Einwohner Brünns, fast ausschließlich Frauen, Kinder und Alte, werden zusammengetrieben und dann gezwungen, nach Süden zu marschieren, Richtung österreichische Grenze. Rechts und links sind die bewaffneten Partisanen neben uns gegangen und dann ging der Marsch los. Und aus allen Nebenstraßen und Hauptstraßen und Plätzen sind die ganzen Menschen gelaufen. Und da hat sich innerhalb 3-4 Stunden ein endlos langer Zug gebildet. Stehen bleiben konnte man nicht, weil es geheißen hat, wer stehen bleibt, wird erschossen. War also klipp und klar und mehrfach geäußert, wer stehen bleibt, wird erschossen. Wir kamen dann gegen Mittag an den Stadtrand. Da gab es dann schon die ersten Toten, die ersten Sterbenden, weil es war furchtbar heiß und die alten Menschen meistens, die konnten ihr bisschen Gepäck kaum tragen. In den Straßengräben, da lagen unzählige Gepäckstücke, die haben das weggeschmissen. Wenn jemand zusammengebrochen ist, die haben ihn mit den Peitschen so lange geschlagen, bis er aufgestanden ist. Oder wenn er nicht mehr konnte, da wurde er in den Straßengraben gestoßen. Porlitz, 27 Kilometer südlich von Brünn. Wer zu schwach ist, weiter zu marschieren, wird hier in leeren Fabrikhallen interniert. Das sind Tausende, ohne Verpflegung, bei katastrophalen hygienischen Bedingungen. Nach wenigen Tagen brechen Ruhr- und Typhus-Epidemien aus. Als dann das große Massensterben begann, hat sich der Leichengeruch auch über den Ort Porlitz verbreitet. Und da hat die Bevölkerung Angst bekommen, dass sie durch die Seuchen, dass da die einheimische Bevölkerung auch krank wird. Es sind auch einige dann krank worden. Und dann hat man die Schwerstkranken und die Sterbenden hat man dann zusammengelegt. Es war ein furchtbarer Anblick. Die Menschen lagen da auf dem blanken Boden, haben gestöhnt und gejammert und nach Wasser geschrien. Und sie lagen meistens in ihrem Kot und Blut und eine fürchterliche Hitze.
Unter den Schwerstkranken sind auch die Großeltern. Ein letzter Besuch, bevor Ingeborg Neumeier und ihre Mutter die Flucht wagen werden. Wir sind also zu meinen Großeltern und es war ein furchtbarer Abschied, weil ich habe meine Großeltern wirklich sehr, sehr geliebt. Und wenn man sie dann da schon fast sterbend am Boden liegen sieht. Und meine Großmutter hat die Hände gefaltet und hat gesagt, Gretele, nimm uns mit. Den Anblick werde ich auch nie vergessen können. Und meine Mutter hat gesagt, ich kann euch nicht mitnehmen. Ihr könnt euch ja nicht einmal mehr bewegen oder aufstehen. Es ist völlig unmöglich. Aber meine Mutter hat ihnen versprochen, sie holt sie raus. Aber das war ja, sie hat ja gewusst, es wird nie möglich sein. Die Flucht gelingt. Doch die Großeltern sieht sie nicht wieder. Wahrscheinlich sind sie hier umgekommen und irgendwo beerdigt. Über 800 Opfer hat der Marsch mindestens gekostet. Die genaue Zahl ist nicht bekannt. Aktionen wie in Brünn lösen Empörung in den USA und Großbritannien aus. Das ist nicht die geregelte und humane Aussiedlung, die Churchill und Truman auf der Potsdamer Konferenz gefordert hatten. Die Alliierten setzen Kommissionen ein, die die Aussiedlungsaktionen begleiten und darauf achten sollen, dass die vereinbarten Mindeststandards eingehalten werden. Jeder Aussiedler hat das Recht auf 50 Kilo Gepäck und 1000 Reichsmark. Anerkannte Antifaschisten können einen Teil ihres Hausstandes mitnehmen. Für den größten Teil der Deutschen in der Tschechoslowakei und Polen wird der formal korrekte Transfer, so der bürokratische Begriff, nun zum Regelfall. Wir wurden entlaust und kamen dann in einen Transport, der bestand aus lauter Viehwaggons. Da waren in einem Waggon ungefähr 50, 60 Personen. Im Spätherbst 1946 ist die Vertreibung der über 3 Millionen Deutschen aus der Tschechoslowakei so gut wie abgeschlossen. Der Zug nach Deutschland. Auch ein Zug in die Freiheit. Ich kann mich an das Gefühl noch erinnern. Wir sind da gesessen in einem Viehwaggon, die Beine haben runtergebaumelt und haben das mit einem hohen Bogen rausgeschmissen und gesungen. Und es war ein wahnsinniges Gefühl. Obzwar man gar nicht gewusst hat, was auf einen zukommt. Gell? Auch in Wroclaw, dem ehemaligen Breslau, geht der Anteil der deutschen Einwohner 1946 stetig zurück. Schließlich sind es nur noch ein paar Tausend. Wir sind dann Ende 1946 aufgefordert worden, das Land zu verlassen oder für Polen zu optieren. Und das wollten wir nicht und da mussten wir Breslau verlassen. Für Polen optieren, also die polnische Staatsbürgerschaft annehmen. In Wroclaw tun das nur wenige. Auf dem Land sind es mehr. Manchem Bauern ist die schlesische Heimat wichtiger als die Staatsangehörigkeit. Für 25 Zloty Gebühr können sie Polen werden. Für Erika Tomalla ist das die Rettung aus dem Lager Lambsdorff. Der Vater hat dann Wenke nach Falkenberg. Haben sie ausgekauft. Für 25 Zloty sind wir ausgekauft für Deutschen, nicht? Die deutsche Geschichte in Ostpreußen, Pommern und Schlesien geht zu Ende. Und es beginnt die polnische. In regelmäßigen Abständen gingen an der Seite polnische Soldaten mit Maschinengewehren und brüllten die Leute an, schneller, schneller. Ich habe damals gedacht, dass es schrecklich ist, was mit den Menschen passiert und wie man sie behandelt. Aber Mitleid hatte ich wenig. Erst später wurde mir bewusst, dass das ungerecht war. Genauso ungerecht wie die Tatsache, dass wir Wuff verlassen mussten und nach Wroclaw gehen mussten, obwohl wir das gar nicht wollten. Meine Mutter hätte sich fast das Leben genommen, weil sie das kaum überstand, was sich da alles tat. Und für meine Eltern war das eigentlich nicht zumutbar. Aber was blieb übrig? Wir mussten ja gehen.